Hallihallöchen und herzlich willkommen zu GTA 2 Grand Theft Auto 2. Ja, wie schon in GTA 1 und GTA London 1969, was wir auch schon gespielt haben, hatte ich ja schon angekündigt, dass wir natürlich danach gleich mit GTA 2 weitermachen. Wir drücken gleich auf Play und Start Play in Area 1. Get ready. And remember, respect is everything. Das Motto zu GTA 2 könnte man so sagen. Wir gehen gerade mal ans Telefon. Hey there, stranger. Welcome to Downtown District. Stick around if you wanna learn what's going down. Haha, lustig. Ja. So, also auf jeden Fall, ich kann das ganze Projekt hier mit Fraps aufnehmen und nicht wundern. Ich habe eben nochmal geguckt, ob hier alles läuft, denn ich habe eben schon mal 15 Minuten lang hier aufgenommen. Aber er hat es nicht aufgenommen, denn als ich auf Start gedrückt habe, also als ich quasi im Menü dann auf Play gedrückt habe, hat er die Aufnahme abgebrochen. What the fuck? Naja, auf jeden Fall wollte ich es dann eben nochmal aufnehmen, habe den gleichen Fehler gemacht, habe zum Glück nur eine Minute aufgenommen, da habe ich gemerkt, wie es... Ja, auf jeden Fall, falls da jetzt ganz kurz schwarz zwischendrin war oder bla, dann tut's mir leid, aber er bricht die Aufnahme irgendwie sofort ab. Ich hab keine Ahnung. Ich hoffe, er nimmt's jetzt auf. Auf jeden Fall sind wir jetzt hier in GTA 2. Ich werde natürlich jetzt ein paar Sachen gleich zum Gameplay sagen, wie ich schon vorhin erwähnt habe, aber wie schon gesagt, der Part ist ja weg. So, ich habe wieder mein Handy hier nebenbei und gucke mal kurz nach. So, das Spiel ist 1999 rausgekommen. Also weiß ich jetzt natürlich im Gedächtnis. Ist ja nicht so, als ob ich hier ein Tablet neben mir liegen hätte, wo das alles steht. So, wir können übrigens Leute verhauen. Erstmals. Im ersten Teil ging das ja noch nicht. Da mussten wir uns erst Waffen holen. Die Welt ist übrigens hier in 3D modelliert. Die Autos und der Charakter und die Charaktere, die hier alle sind, sind in 2D. Aber die Gegend, wie wir hier sehen, ist in 3D. Das ist der Unterschied. Das heißt, nicht erst GTA 3 ist in 3D, sondern auch der zweite Teil. Der verfolgt uns gerade. Oder auch nicht. So, wir können hier mal ein paar Leute verprügeln. Ich habe aber irgendwie noch keine tot gekriegt. Die stehen dann immer wieder auf. Die halten irgendwie hier eine Menge aus. Auf jeden Fall, wie schon gesagt, die Welt ist hier 3D. Das merkt man auch im Gameplay. Man kann hier jetzt auch hier hochgehen. Moment, ihr seht gleich hier diese... Ja, quasi Treppe. Also können wir hier auch auf Dächer drauf. Wir können auch mit Leertaste springen. Beziehungsweise kann man sich dann alles einstellen. Also das ist schon gameplay-technisch, merkt man das schon. Man merkt es natürlich eher im Detail. Also so auf den ersten Blick merkt man es nicht, die Unterschiede zu GTA 1. Ganz besonders durch die Vogelperspektive. Aber im Detail und in den Missionen merkt man es dann schon eher. Es gibt hier übrigens den Downtown District, wo wir gerade sind. Dazu noch den Residential und den Industrial District. Quasi im Downtown sind so die Ärmeren und dann geht es immer höher zu den Reicheren. Hier sind... Ich weiß es gar nicht. Hört ihr das? Das habe ich schon in der letzten Aufnahme gehört. Das ist irgendwie Elvis oder sowas, so ein Easter Egg, ne? GTA ist ja auch ein bisschen bekannt dafür, dass da so viele Easter Eggs drin sind. Fand ich echt cool. Gibt natürlich auch hier wieder Radiosender. Oh, jetzt sehe ich es gar nicht richtig, wie lange ich aufnehme. Naja, egal, passt schon. Auf jeden Fall machen wir jetzt wieder ein paar Missionen. Es ist jetzt hier quasi wieder ein Gameplay Let's Retro. Das heißt, ich werde wieder nur ein paar Folgen quasi aufnehmen, ein paar Gameplay-Folgen aufnehmen. So ein paar Missionen, ein bisschen dies und das, weil ich es ja jetzt auch richtig aufnehmen kann. Entschuldigung, ich gucke immer mal wieder zwischendrin nach, ob es aufnimmt. Das fände ich jetzt nämlich sehr uncool, wenn ich es jetzt nochmal komplett aufnehmen würde und dann ist wieder alles weg. Wo gehen wir denn lang? Ich weiß es gar nicht. Wir holen uns erstmal einen Wagen. Hey, hey, bleib... na toll. So, der da. Du, nein! So, die Steuerung ist wieder wie im ersten Teil zum meisten Teil. Du. Shark. Boah, die Musik ist bei mir echt viel zu laut. Wow. Also Fahrzeuge zu steuern geht hier schon ein bisschen besser als im ersten Teil, aber es ist trotzdem nur noch ein bisschen sehr krass. Ihr merkt's, übersteuert man richtig. Wow. Oh, sorry. La 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 la. La 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 la. So, da hatten wir ein bisschen Radio gehört, Entschuldigung.
Oh, es tut mir leid, das Spiel ist bei mir gerade furchtbar laut. Ich wollte sie jedes Mal leiser stellen, macht's aber nicht. Ich lerne auch nicht aus meinen Fehlern, echt. Bei der ersten Aufnahme geht alles schief, dann bei der zweiten denke ich nicht dran. Und ich habe es jetzt auch nicht leiser gestellt. Oh, wir müssen aufpassen, sonst werden wir von den Bullen eingefangen. Es geht hier ein bisschen schneller als in den darauf folgenden Teilen. Oh, ich weiß nicht, von der Marke kriegen wir vielleicht die Bullen los, ich weiß es nicht. Nö, ist nur eine... Ah. This is the Sabular Territory, home only to those who eliminate loonies. Ja, ich werde hier immer noch von Bullen verfolgt. Und da sind sie weg. Wir verstecken uns mal ein bisschen, dass wir den Bullen loswerden. Da oben in der Mitte sehen wir es. Ja, ach, hier ist das Meer. Kann ich da reinspringen? Ne, zum Glück nicht. Werden wir wahrscheinlich eh wieder sterben. Ich weiß es gar nicht. Ich glaube aber auch im dritten Teil konnte man durchschwimmen. Ich glaube erst danach. Oh. Ha, lustig. Okay, GTA 2 hat das Punkte gebracht oder sowas. Ich weiß es ja nicht. So, Game ist übrigens wieder unter den DMA Designs rausgekommen, die ja dann, wie schon gesagt, 2001 zu Rockstar North sich umbenannt haben. Wie in GTA 1, also ist ziemlich ähnlich hier alles. Wobei man hier auch eigentlich speichern kann für 50.000 Dollar, glaube ich, kann man in der Kirche speichern. Ich weiß es auch gar nicht, wo die Kirche ist. Müsste ich vielleicht selber mal gucken, wäre gar nicht so schlecht. So. So, Entschuldigung, wieder nachgeguckt, wie lange ich aufnehme. Wir könnten vielleicht mal eine Mission machen. Hier gibt es auch Mini-Missionen, gibt es hier so lustige für zwischendurch. Das fand ich ganz geil, habe ich vorhin entdeckt. Aber natürlich auch die, halbwegs richtigen Missionen. Also wie schon gesagt, es ist immer noch mehr solche Einzelmissionen, anstatt so einer richtigen Story. The grey markers will always point to the nearest Tabitha's phone, where jobs may be found for those with sufficient respect. Ja. Ja, okay. Ja, ist okay. So, wir haben auch eine Weste an. Das ist sehr gut. Ich rampel die mal um. Motorräder gibt es übrigens nicht in diesem Teil. Die haben sie wieder rausgenommen. Was jetzt, ja, mein Gott, also. Die Autos sind ja hier eher so ein bisschen futuristisch gehalten. Die kann man jetzt auch nicht mit irgendwelchen echten Wagen vergleichen. Nee, da geht's auch nicht rein. So schlimm finde ich das jetzt ehrlich gesagt nicht. So, wir können uns übrigens mal ein Taxi holen. Ach ja, genau, als Nebenjob kann man hier, glaube ich, Taxifahrer sein oder sowas in der Art. Ach ja, und es gibt Taschendiebe. Taschendiebe laufen hier rum und können dir was klauen. Das fand ich auch ganz geil. Weil das gab es in den darauffolgenden Teilen, gab es das, soweit ich weiß, nicht, ne? Also, ich weiß jetzt nicht, wie es in den Dreierteilen war, also GTA 3 und so weiter. Aber im Vierer gab es, glaube ich, keine Taschendiebe. Fand ich auf jeden Fall ein sehr geiles Gimmick. So. Ich folge mal. Ich hätte mal gern einen Wagen. Na, bleib mal stehen. Oh, Eiswagen. Ice Cream Van. So, ich hoffe, da ist kein Gamer drauf und bla. Naja, 19... Ja, ich habe keine Ahnung. Ich labe einfach mal rüber. Man kann ja nie wissen. La 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 la. Die Musik passt einfach so schön. So, GTA 2 Marke. Ja, haben wir eingesammelt, sehr gut. Hallo, mein Herr. So, ein bisschen Geld sammeln. Kann nicht schaden. Und hat er eine Waffe oder so? Ich weiß gar nicht. So, der ist auch tot. Ja, wir haben eine Waffe gekriegt übrigens. Ich weiß, ich mache jetzt gerade eher ein bisschen Unfug. Jolie, jolie. So, wir fahren mal. Na. So. Achso, echt. Wie geil war das eben? Habt ihr es gemerkt? Die CD ist so quasi hängen geblieben. Da hat der. Der DJ, der im Radio hat dann quasi gesagt, was ist mit der CD los? Also ist einfach so geil, diese Kleinigkeiten. Es ist einfach nur sehr humorvoll gemacht. Muss man schon den Teil, also schon im ersten war es sehr geil gemacht. Der Witz einfach an dem Ganzen. Hoch, was war denn das? Ah ja, das war wahrscheinlich so ein Autodieb, so ein ganz normaler. Merkt man, also hier geht's schon ziemlich ab. Finde ich eigentlich auch ganz geil, so im fünften Teil wieder so einen Taschendieb zu haben.
Na gut, jetzt, wenn er nicht zu viel klaut. Oh, wir haben übrigens zwei Bullen, also zwei Sterne so gesehen. In den darauffolgenden Teilen sind es dann Sterne geworden oder so ähnliches. Gibt's hier irgendwas? Nee. Naja gut, im ersten Part laufen wir einfach mal so ein bisschen rum. Ich glaube, das stört jetzt nicht wirklich. Gibt hier übrigens sehr viele Gangs, das heißt oben links, ich glaube oben links sind die Gangs, ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall gibt es hier sehr viele Gangs, mit denen man sich sozusagen anfreunden kann, für die man Missionen macht, dann kriegt man Punkte bei den Gangs. Aber man kann quasi, wenn man bei einer Gang Punkte kriegt, dann werden sofort die anderen Gangs weniger Punkte. Man kann jetzt nicht mit allen Gangs, ja quasi im Geschäft sein, richtig. Kommt man sozusagen in Stress mit den anderen Gangs, wenn man für die andere Gang halt Mission macht und bla bla bla, ja ja, Gang Gang Gang. Gangbang und ja. Weiß jetzt gar nicht, habe ich glaube ich jetzt schon so fast alles erzählt über das Game. Wie schon gesagt, man merkt schon das Gameplay, also nur wenn man im Detail darauf achtet, merkt man ja schon, dass das Game hier anders ist als GTA 1. Klar haben den von, haben GTA einfach von Teil zu Teil immer wieder verbessert. Whoop whoop, degree markers always point to the nearest loony fort, where jobs may be for. Achso, das hatten wir ja schon. Ja, 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 Schnauze. Einäugiger Typ, wie auch immer du heißt. Wir nennen dich einfach mal Gustav. So, warte, wie kann ich nochmal mit... Ah, ich habe da gerade eine Waffe. Ich habe eine Waffe und ich werde schießen. Hier sieht man so richtig noch, wie die Kugel fliegt. Achtet mal auf das Rote. So. Ich weiß gar nicht manchmal, in welche Richtung ich gucke. So, Schnauze, ich habe eine Waffe. Es ist alles so real. Oh Gott, nein. Ich werde zum Amokläufer. Ja, naja, gut so, komm. Ist aber ich, also das fand sich schon richtig, muss ich schon sagen. Man kann sagen, was man will, aber es fand sich. Wie schon gesagt, ich bin ja nicht so die Grafikkur. Ich finde, es sieht hier alles ganz nett aus. Oh. Habe ich eine andere Waffe gerade? Ja. Moment, ach ja, stimmt, so kann ich die Waffen wechseln. Mit E, wir haben die da. Eine Pistole. Oh, hier ist ein Feuerwehrwagen. Ah, nice. So, wir steigen mal ein. Kill Frenzy. Fire Engine to knock down 20. Wie schieße ich denn damit? Lol. Ach, ach, nice. Das ist so eine der Mini-Missionen, von denen ich euch schon erzählt habe. Na. Na, 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 schieß. Oh, muss ich hier wechseln wahrscheinlich. Ja. Sorry, sorry, ich verdrück mich die ganze Zeit auf der Tastatur. Oh, das ist aber... Die Mini-Missionen sind echt schwierig. Das glaubt ihr gar nicht. Na los. Ja, erwischt. Oh Gott, das schaffe ich niemals. Was? 15 Sekunden. Oh Gott, nein. Na los, fahr rückwärts. Okay, den erwische ich nicht. Oh Gott, von diesen, das waren so eine Mini-Mission. Die sind immer ganz lustig. Ah, schade. Na gut, ich würde sagen, das war's jetzt für den ersten Part. Oh Gott, ich hoffe, der hat jetzt wirklich alles aufgenommen. Das würde mich sehr freuen. Ich hoffe, das kleine Projekt gefällt euch. Wie schon gesagt, es ist jetzt wieder nur so ein Gameplay, Let's Retro. Also es gibt nur ein paar Folgen davon. Wird kein Full Playthrough. Ja, dann, wie schon gesagt, geht dann erstmal mit GTA 3 richtig los. Vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns dann wieder im nächsten Part von GTA 2 Grand Theft Auto 2. Danke fürs Zusehen und dann noch ein herzliches Tschüssi. Ey. Ey.